Madame Monsieur Barbet und ein anderer Herr sind soeben gekommen. Sie lassen fragen, ob Sie bereit sind, Sie trotz der späten Stunde zu empfangen. Ja, gewiss, ich komme sofort. Ich hoffe, Sie werden uns verzeihen. Aber ja, ich bitte Sie. Erlauben Sie mir, Ihnen Monsieur Nanteuil vorzustellen. Meinen neuen Teilhaber. Guten Abend, Monsieur. Madame, entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, verehrte Baronin. Monsieur Nanteuil ist Franco-Kanadier. Und dank der Kapitaleinlage, die er von dort einbringt, ist meine, das heißt unsere Bank, von jetzt an die erste Privatbank am Platze. Oh, das freut mich sehr für Sie, Monsieur Barbet. Hm, unter diesen Umständen wird es Ihnen zweifellos ein leichtes sein, mir das Geld zu geben, um das ich Sie gebeten hatte. Unglücklicherweise nein. Es gelten nicht mehr die gleichen Kreditbedingungen. Tja, liebste Baronin, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber Sie sind ruiniert, vollkommen ruiniert. Das ist die traurige Sprache der Zahlen. Aber das ist doch nicht möglich. Ihre Villa? Ihr Wagen? Ihre Dienstboten? Aber... Davon müssen Sie sich trennen. Die Baronin... De Vibré, Herr Kommissar. Aha. Oh, seine Mäzenen, wenn Sie so wollen. Ah, guten Tag, Doktor. Guten Tag, Kommissar. Bist tot. Und das schon seit ein paar Stunden. Ist er ermordet worden? Schwer zu sagen. Concierge, Madame, ein Glas Wasser, bitte. Danke. Hier, trinken Sie. Er hat sicher ein starkes Narkotikum geschluckt. Er kommt wieder zum Bewusstsein. Aber lassen Sie mich in Ruhe! Was wollen Sie von mir? Ich bin Arzt. Jetzt fassen Sie sich erst mal. Beruhigen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Also was ist mit Ihnen passiert? Na? Was mit mir passiert ist? Ich weiß nicht. Ich weiß nichts mehr. Na ja, doch. Ich habe hier gestern Abend gesessen und gelesen. Und plötzlich war ich umgeben von maskierten Leuten. Und die haben sich auf mich gestürzt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber sie haben mich geknebelt und sie haben mir etwas Spitzes in den Arm gestochen. Ich habe das Bewusstsein verloren. Ich wollte schreien, mich bewegen. Ich war kraftlos. Alles ist um mich versunken. Wer sind Sie, Monsieur? Der Polizeikommissar des 18. Arrondissements. Wann sind Sie überfallen worden? Waren Sie allein? Ja, das sieht aus wie eine intramuskuläre Injektion. Ich war völlig allein. Ich wiederhole meine Frage. Sind Sie gestern Abend wirklich allein gewesen? Sind Sie sicher, dass Sie keinen Besuch gehabt haben? Hatten Sie niemanden eingeladen? Mathilde. Aus einem Beweggrund, den ich nicht kenne, könnte es durchaus sein, dass Sie Ihre Beschützerin vergiftet haben und Sie sich dann zur Irreführung ein Schlafmittel injiziert haben. Monsieur Dualon, das Ganze ist ziemlich undurchsichtig und ich sehe mich gezwungen, Sie vorläufig festzunehmen. Und wäre es auch nur zu dem Zweck, die Wahrheit herauszubekommen. Ich bin unschuldig. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Darüber werden Sie sich in aller Ruhe mit dem Untersuchungsrichter unterhalten können. Ah, guten Tag, Fandor. Sehr interessant, Ihr Artikel über die Rue Norvin. Sie haben mal wieder alle Leute neugierig gemacht. Sagen Sie mal, könnte man Sie nicht ein bisschen aufbauschen, diese Geschichte? Haben Sie keine Abenteuer, diese Leute? Abenteuer? Ja, könnten Sie sich nicht etwas breiter auslassen über irgendetwas Skandalöses im Leben der Baronin de Vibré und Dualon? Es ist das einzige Verbrechen innerhalb der letzten 48 Stunden und die Rubrik muss gefüllt werden. Vielleicht könnten Sie unter das Ganze auch ein bisschen Fantomas mischen, oder? Ich bitte, scherzen Sie darüber nicht. Für die meisten Leute ist Fantomas nur eine Erfindung, weil ihn noch niemand hat identifizieren können. Ich habe den Eindruck, Sie vergessen ein bisschen Jules Tod bei seiner letzten Jagd auf besagten Fantomas. Ah ja, stimmt, dass unser berühmter Polizist einen traurigen Tod gehabt hat. Verschüttet unter den Trümmern der Villa Lady Bathams. Ein schlimmer Tod. Aber ein Tod, der vielleicht von Nutzen ist. Von Nutzen? Inwiefern? Von Nutzen, weil er ein Beweis für die Existenz Fantomas ist. Von Nutzen, weil er ihn zwingt zu verschwinden. Komischerweise hat Jules durch seinen Tod Fantomas außer Gefecht gesetzt. Hm. Also was tun wir nun wegen der Baronin de Vibré? Könnte man nicht durchblicken lassen, dass der kleine Dualon in ihrem Testament bedacht worden ist und das irgend sowas? Hallo, ja? Ah ja, Moment. Es ist für Sie, Fandor. Danke. Ja? Jacques Dualon hat sich eben in seiner Zelle erhängt. Danke für den Anruf, mein Lieber. Der Mörder hat sich also erhängt? Mein lieber Fandor, der Mörder ist unschuldig.
Was erzählst du da, Arsène? Vor ein paar Minuten ist ein Brief gebracht worden. Absender, Baronin de Vibray. Ich habe natürlich, du kennst mich ja, diskret angenommen, bevor ich ihn dem Staatsanwalt gebracht habe. Ich habe ihn abgeschrieben. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, meine Bankiers Barbet und Narantiori teilen mir mit, dass ich völlig ruiniert bin. Ich habe keine Familie, ich hänge nicht am Leben, es ist sinnlos. Wenn Sie diesen Brief erhalten, bin ich bereits tot durch Gift. Ich schreibe Ihnen diesen Brief, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mich selbst umbringe. Ich allein, niemand darf beschuldigt werden, mich ermordet zu haben. Adieu, Mathilde de Vibray. Fantastisch, du bist ein Engel, Arsène. Gerichtsdiener. Man verlangt nach mir, ich muss gehen. Kannst du mir Zutritt zum Untersuchungsgefängnis verschaffen? Was würde ich nicht alles für dich tun? Der Untersuchungsrichter Fuselier ist mit dem Fall betraut. In Ordnung. Bis nachher. Sie lassen also die Untersuchungshäftlinge nicht in ihren Zellen überwachen. Hören Sie, nachdem man seine Fingerabdrücke abgenommen hatte, benahm es sich ganz normal. Als der Wärter die Mitternachtsrunde machte, ist ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Und heute Morgen wurde der Unglückliche erhängt aufgefunden, als das Frühstück ausgegeben wurde. Die Wärter haben ihm nichts gelassen. Weder seine Krawatte, noch seine Hosenträger, noch die Schnürsenkel. Ich habe nur veranlasst, dass er ein Medaillon behalten konnte, an dem ihm sehr viel lag. Der arme Kerl hat schrecklich viel Fantasie aufwenden müssen, um sich zu erhängen. Er hat Fetzen seines Hemdes am Fenstergitter befestigt und sich dann von oben nach hinten fallen lassen. Sagen Sie mal, das muss ja ein qualvoller Tod gewesen sein. Darf ich ihn sehen? Warum ihn nicht fotografieren? Ja? Mademoiselle Elisabeth Duarnon. Ah, ich lasse bitten. Sie kommt aus der Schweiz. Monsieur, wo ist mein Bruder? Mademoiselle, ich bitte Sie, fassen Sie sich. Ihr Bruder ist verhaftet worden, aber es ist vielleicht ein Irrtum. Das weiß ich wohl, aber es ist schrecklich. Wissen Sie, Mademoiselle, wirklich schrecklich wäre es, wenn er schuldig wäre. Aber warum hat man ihn dann nicht wieder freigelassen? Hat er sich etwa nicht verteidigen können? Doch, doch, Mademoiselle, er hat sich verteidigt. Und wo ist er jetzt? Kann ich ihn sehen? Hören Sie, es wäre mir lieber, wenn... Na ja, ich finde... Ich fürchte, wenn Sie ihn sehen... Sie verbergen mir etwas. Er ist tot. Ist es das? Leider, Mademoiselle. Nein, das kann nicht möglich sein. Das ist nicht wahr. Hat man ihn getötet? Hören Sie. Führen Sie mich zu ihm. Das können Sie mir nicht abschlagen. Es ist zu furchtbar. Bitte, Mademoiselle, beruhigen Sie sich. Ich werde Sie zu Ihrem Bruder führen. Ihr Bruder war unschuldig. Es wäre mir lieber gewesen, er wäre schuldig, aber am Leben. Dass er sich erhängt hat, ist eine üble Geschichte. Tja, wir können nichts dafür. Trotzdem hätte man besser aufpassen sollen. Vor allem Sie. Sie sind immerhin mein Stellvertreter. Ich kann die Augen nicht überall haben. Also, wenn der Richter da ist, halten Sie sich zu seiner Verfügung. Höflich und respektvoll. Sonst heißt es zurück zur Santé. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich bemüht habe, hierher versetzt zu werden. Wir haben Monsieur Duarlon wieder auf sein Bett gelegt und er sieht aus, als schliefe er. Ich werde verrückt. Der Tote ist verschwunden. Also jetzt mal ganz im Ernst. Sie haben sich in der Zelle geirrt. Nein, keineswegs. Doch, Sie sehen doch, dass Jacques Duarlon nicht mehr da ist. Aber vor ein paar Minuten war er noch da. Reden Sie keinen Unsinn. Er ist woanders hingebracht worden. Ich habe die Schlüssel nicht aus der Hand gegeben. Weiß jemand, was aus der Leiche von Zelle 12 geworden ist? Niemand hat die Zelle betreten. Niemand. Der Tote war da, darüber ist kein Zweifel. Der Arzt hat seinen Tod festgestellt. Ja, er lag auf dem Bett, wir haben ihn nicht angerührt. Schon möglich, dass Sie Ihre Schlüssel bei sich haben. Aber der Gefangene hat einen anderen Schlüssel gefunden. Den Schlüssel zur Freiheit. Das kann ich nicht verstehen. Das ist doch ungewöhnlich. Er hat sich doch nicht zwischen den Gitterstäben durchzwängen können. Also sagen Sie, war der Mann tot, ja oder nein? Einwandfrei, er war so tot, wie man nur sein kann. Er lebt. Ein Junge, der gemordet haben soll, der verhaftet wird, der unschuldig ist, der sich aufhängt, der stirbt und der aus dem Gefängnis abhaut, ohne dass ihn jemand sieht. Wenn wir damit nicht die Auflage verdoppeln, will ich mich gern aufhängen. Nur nichts überstürzen. Einen haben wir schon auf dem Hals, das genügt. Zwei Möglichkeiten. Entweder Jacques Duarlon war nicht tot, ist allein geflohen, oder er war tot und man hat ihn rausgebracht. Auf jeden Fall geht es darum, herauszubekommen, mit welchen Mitteln der Ausbruch bewerkstelligt worden ist. Etwas so unerklärlich Geheimnisvolles
ist nur einem einzigen Menschen möglich. Er. Jetzt bin ich mir ganz sicher, er kommt zurück, wenn ich auch heute Morgen anderer Meinung war. Fantomas? Ja. Hier, nimm und hau ab, dicke Luft, schnell verschwinde. Schnell, schnell, schnell. Ich gehe, wir sehen uns heute Abend. Granapol, los, komm mit. Verdammt nochmal, hast du nicht kapiert, du Arschloch. Wir wollten doch... Los, komm mit. Na los, mach schon. Du verdammter Idiot! Hatten wir endlich mal die Gelegenheit, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen? Na komm schon! Ach, was ist denn? Hey, Toulouse! Hey, schlaf weiter! Habt ihr das Falschgeld auf den Weg gebracht? Ja. Was das betrifft, keine Schwierigkeiten. Aber stell dir vor, da treibt sich doch dieser Unglücksjournalist, dieser Fandor, da unten in der Kanalisation herum. Ich zieh mein Messer raus und will's ihm in den Nacken stoßen. Da kommt doch dieser Idiot und macht mir einen Strich durch die Rechnung und schubst den Mann ins Wasser. Naja, mit ein bisschen Glück ist er ertrunken. Schön wär's. Er kann schwimmen wie ein Fisch. Warum hast du ihm das Leben gerettet? Was werft ihr mir vor? Die reine Unschuld. Er vergisst immer alles gleich. Dann war es aber nicht gerade intelligent, ihn in unsere Bande aufzunehmen. Ich mache, was ich will. Und wenn euch das nicht passt, könnt ihr eure Pressen aus dem Keller woanders hinbringen. Bei den paar Kröten, die ich dabei verdiene. Mir jedenfalls leistet er gute Dienste. Der hat ein Gedächtnis wie ein altes Sieb. Na eben. Wenn er kein Gedächtnis hat, kann er auch nichts erzählen. Und das ist besser so. Verschwindet jetzt! Ich muss um 9 meinen Laden aufmachen. Hey, komm. Ich habe Ihren letzten Artikel gelesen. Wenn mein armer Bruder noch lebt, wann kann ich ihn bitte sehen? Aber Elisabeth, ich habe nie geschrieben, dass Ihr Bruder noch lebt. Ich habe es nur vermutet. Bis zu einem gewissen Grad hielt ich es noch für möglich. In Wirklichkeit bin ich seit heute Nacht davon überzeugt, dass er tot ist. Ich habe sogar den Beweis. Ich habe ein Medaillon in dem Abwasserkanal unter dem Justizpalast gefunden. Das ist das Medaillon, das er immer bei sich trug, nicht wahr? Ja. Ich habe es ihm mal geschenkt. Sein Schutzheiliger, der heilige Jakob, ist darauf abgebildet. Ich hatte es ihm von einer Wallfahrt mitgebracht. Warum haben Sie in Ihrem Artikel die Dinge nicht ausgedrückt, wie sie sind? Sie haben recht. Ich hätte vorher mit Ihnen reden sollen. Sehen Sie, für mich als Journalisten... Es ist wichtig, die Leser in Atem zu halten, sie anzuregen, die nächste Ausgabe der Zeitung zu kaufen. Selbst auf Kosten der Wahrheit? Ich schreibe nie etwas Unwahres in meinen Artikeln. Ich liefere nur das Tatsachenmaterial. Und der Leser stellt sich vor, was er will. Mir schwirrt der Kopf. Elisabeth, unsere einzige Chance, die Geschichte aufzuklären, ist, zusammenzuhalten. Ich bitte Sie, es für Ihren Bruder zu tun und für mich. Was ist? Wer ist da? Die Spritze, schnell! Nimm die Liste an dich. Sie liegt auf dem Schreibtisch. Du hast Glück. Wenn du mich nicht vor ein paar Jahren vor der Guillotine gerettet hättest, würde ich dich erwürgen, diese Liste herumliegen zu lassen. Reine Glückssache, dass die Polizei sie nicht gefunden hat. Ich hatte nicht mitgekriegt, dass ich sie dort wegnehmen sollte. Sie haben am Schreibtisch gesessen und sie geschrieben. Ich habe geglaubt, sie hätten sie eingesteckt. Es war ein Missverständnis. Der Fall ist erledigt. Bleibt nur noch die Frage, ob die Kleine sie nicht gelesen hat. Das Blatt war jedenfalls umgedreht. Ja, aber man kann nie wissen. Und im Zweifelsfall gehe ich auf Nummer sicher. Warum bin ich im Garten? Man hat versucht, sie mit Gas zu vergiften. In der Küche. Mit Gas? Wir haben gar kein Gas. Es ist seit 2 Tagen abgestellt. Haben Sie vorher nicht gesehen, dass die Leitung repariert ist? Doch. Das war Ihr Glück. Wie fühlen Sie sich? Ich weiß nicht, wie betrunken. Sie brauchen Bewegung. Kommen Sie. Aufstehen. Atmen Sie tief durch.
ja, jetzt erinnere ich mich. Sie haben mir eine Spritze gegeben. Eine Spritze? Wie Ihrem Bruder mit einem Schlafmittel. Und der, der mir die Spritze gegeben hat, war schwarz gekleidet. Fantomas. Fantomas? Ja, die Liste. Welche Liste? Es war ein handgeschriebenes Blatt mit Namen und Daten. Und es lag da. Ich hatte das gestern entdeckt. Ich dachte nicht, dass es wichtig wäre. Ach, ich hätte Sie anrufen sollen. Beruhigen Sie sich bitte. Versuchen Sie sich genau zu erinnern, was drauf stand. Das Einzige, an das ich mich erinnere, ist Baronin de Vibré und 5. April. Und weiter? Und dann natürlich der Name meines Bruders mit dem gleichen Datum. Und dann vielleicht auch 12. April. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Hören Sie, Elisabeth, wer immer es sei, zu keinem ein Wort, was Ihnen passiert ist. Wir sind gekommen, um Ihnen in Ihrer schwierigen Lage behilflich zu sein. Wir haben natürlich Kenntnis von Ihrer finanziellen Situation. Tatsächlich. Sie könnten durch unsere Vermittlung ein paar Werke Ihres unglücklichen Bruders verkaufen? Ja. Und wenn er noch am Leben sein sollte, was ich hoffe, wird er glücklich sein, dass man sich um seine Gemälde kümmert. Das ist äußerst liebenswürdig. Ich bin sehr gerührt, Monsieur. Ich bitte Sie. Wir haben schmerzliche Erinnerungen wachgerufen. Sie sind offenbar sehr allein in diesem Haus. Oh ja. Haben Sie keine Verwandten? Nein, gar keine. Ich bin von jetzt ab da. Ich bin fasziniert. Fasziniert von Ihren Augen. Sie sind so jung, so hell und klar. Und ich stelle mir vor, was Sie schon alles gesehen haben und was Sie alles nicht hätten sehen sollen. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihren Bruder bald wiedersehen. Glauben Sie mir. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Monsieur. Ihre Worte sind eine unerwartete Hilfe für mich. Zweifellos haben Sie selbst schon Leid erfahren. Das Leid des anderen widerfährt, hat mich immer schon berührt. Ihr Mitgefühl beeindruckt mich zutiefst. Es ist grenzenlos, das sollten Sie wissen. Nanteuil! Wir müssen jetzt gehen. Bitte begleiten Sie uns nicht hinaus, Mademoiselle. Wir lassen bald von uns hören. Auf Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen. Verlassen Sie sich auf mich. Und Kopf hoch. Für Sie ist ein toter Maler ein Maler, der am Kurs steigt. Denken Sie an Modigliani. Wissen Sie, Barbet und Nanteuil sind sehr versierte Geschäftsleute. Sie sehen überall das Schlechte, Fondor. Das ist eine Berufskrankheit. Ich glaube, es ist nicht gut für Sie, wenn Sie in diesem Haus bleiben. Es ist voll von Erinnerungen, voller... Ich kenne eine Pension, die von einer wunderbaren Frau geführt wird. Ich habe dort gewohnt, als sie nach Paris kam. Sagen Sie lieber, Sie fürchten um mein Leben. Habe ich recht? Ja. Bleibe bei mir. Warum wollen Sie nicht, dass ich gehe? Es dauert doch nur einen Augenblick. Heute ist der 12. April. Ich weiß, na und? Heute jährt sich der Tag. Der verhängnisvolle Tag. Also hören Sie, Prinzessin. Jedes Jahr, immer am gleichen Tag, haben Sie Angst. Schließlich ist Monsieur Fantomas schon seit 4 Jahren nicht mehr aufgetaucht. Ich bin abergläubisch. Prinzessin, Sie gehen nachher zum Ball bei Monsieur Thomery. Auch sowas. Monsieur Thomery hätte dieses Fest nicht geben sollen, kaum dass ein paar Tage vergangen sind. Seit dem tragischen Tod meiner Freundin, der Baronin de Vibré. Ich habe versucht, das ihm auszureden. Die Baronin ist, glaube ich, mal seine Geliebte gewesen. Man sprach davon, ja. Ich bin dessen sicher. Und eben deswegen, um mir diesen Verdacht aus dem Sinn zu vertreiben, hat Norbert darauf bestanden, dieses Fest zu veranstalten. Sie müssen sich jetzt aber ankleiden, Prinzessin, sonst kommen Sie zu spät. Nein, meine kleine Nadine. Sowas trägt man nicht mehr, ein goldenes Armband zum Ball. Ich nehme das und das. Prinzessin, Sie sehen wie die heilige Jungfrau aus. Ich bin weder das eine noch das andere. Der Dieb muss einige Kraft aufgewendet haben, als er sich die Ohrringe und des Halsbandes der Prinzessin bemächtigt hat. Und als er bei diesem Diebstahl die Prinzessin Danitoff am Hals berührt hat, haben seine Finger eine leichte Spur von Schweiß zurückgelassen. Ich habe Silbernitrat auf den Hals der Prinzessin aufgetragen. Und hier ist das Ergebnis. Tatsächlich. Der Abdruck ist sehr klar. Er ist nur noch zu identifizieren.
Wir sind noch nicht am Ende unserer Mühen. Warten Sie ab, mein kleiner Fandor. Ich habe Ihnen noch nicht alles gezeigt. Achten Sie genau auf die Einzelheiten. Die kleine Narbe in der Mitte der beiden Abdrücke. Die beiden Abdrücke sind identisch. Sie stimmen genau überein. Und woher haben Sie den zweiten Abdruck? Aus der Kartei des Erkennungsdienstes. Ja und? Der Name des Täters? Der Name des Täters ist Jacques Doualon. Jacques. Aber das ist unmöglich, der Mann ist tot. Ja? Ein Monsieur Fandor, Monsieur. Bitten Sie ihn herein. Ah, Monsieur Fandor. Ich hätte nicht geglaubt, das Vergnügen zu haben, Sie so bald wiederzusehen. Monsieur Nanteuil, guten Tag. Setzen Sie sich. Ich nehme an, es ist Ihnen nicht entgangen, wie groß die Erregung in Paris über die Ermordung der Baronin de Vibray ist und den Diebstahl, dem die Prinzessin Danidoff zum Opfer gefallen ist. Und was habe ich damit zu tun, Monsieur Fandor? Das Wenige, das ich weiß, habe ich von Ihren Artikeln aus der Presse erfahren. Können Sie mir bestätigen, dass die Baronin de Vibray tatsächlich ruiniert war? Nun, ich glaube nicht, das Berufsgeheimnis zu verletzen, wenn ich darauf antworte. Ja. Sie hatte in letzter Zeit Verluste erlitten, die irreparabel waren. Und Jacques Doualon? Halten Sie ihn für schuldig? Irreparabel waren. Und Jacques Doualon? Halten Sie ihn für schuldig? Haben Sie Zweifel? Nanteuil? Was gibt es? Wir sind beraubt worden. Wann und wo? Im Zug. Das Gold vom Bankhaus Heinrich, das heute Morgen aus München ankommen sollte. War es denn nicht bewacht? Die Transportbegleiter sind überwältigt worden. Einer von ihnen und ein Angestellter der Firma wurden aus dem Zug gestoßen. Von wem? Ein Mann ganz in Schwarz. Ein Transportbegleiter ist an einem Mast zerschmettert worden. Einer ist lebend davongekommen. Aber in welchem Zustand? Ein Mann ganz in Schwarz. Sind Sie Monsieur Fandor? Ja, warum? Sie sollen sofort in die Rue Bonaparte 46 kommen, in den vierten Stock. Das ist die Adresse von Juve, das ist unmöglich, du musst dich irren. Nein, nein, ich irre mich nicht. Hab ich dich endlich! Verdammt, steh auf, jetzt wird abgerechnet. Jetzt bist du da. Los, los. Hoppla, hopp, aufs Sofa. Nein. Fondor, mein Junge. Mein Kleiner. Juve, sind Sie... Natürlich. Ich bin's in Fleisch und Blut. Aber wie ist denn das möglich? Als das Haus von Lady Balsam in die Luft geflogen ist, hat man sie tot unter den Trümmern gefunden. Ja, das habe ich alle glauben lassen. Im Einverständnis mit dem Direktor der Sûreté, Monsieur Avar. Gleich nach der Explosion hat man mehrere Männer aufgefunden, tot. Einige waren buchstäblich zerstückelt. Einer von ihnen war nicht mehr zu erkennen. Tja, und für die Öffentlichkeit und im Einverständnis mit seiner Familie war der Juve. Aber konnten Sie nicht wenigstens mir die Wahrheit sagen? Nein, nein, ich hatte mich Monsieur Avar gegenüber verpflichtet, dass niemand die Wahrheit erfährt und ihm mein Wort gegeben. Und ich habe mein Wort gehalten. Und warum sollten Sie für tot gehalten werden? Um Fantomas besser verfolgen zu können? Du sagst es. Ich hatte erfahren, dass Lady Bertram nach England geflohen war. Also habe ich mir gedacht, dass Fantomas sie dort treffen würde. Und weiter? Und da bin ich ihr natürlich nachgefahren. Aber leider war er gerade nach Kanada abgereist. Und da haben Sie Ihr Aussehen verändert? Ja. Um wieder bei Null anzufangen. Es war ziemlich schwierig, in diese Gaunerbande aufgenommen zu werden. Ja, du kennst sie ja. Nico Pebeck, Digga, Toulouse. Der ganze Verein hat den Dienst wieder aufgenommen. Bordeaux. Fantomas ist zurück. Warum lassen Sie nicht sofort Nibel, Necopé und die anderen festnehmen? Nein, nein. Das sind kleine Fische. Verbrecher auf kleinem Fuß. Nein, nein. Ich lasse sie in aller Freiheit arbeiten. Denn ich bin sicher, durch sie Fantomas wiederzufinden. Aber im Augenblick bin ich Cranapoil und kein anderer. Und Cranapoil bleibe ich. Cranapoil? So werden Sie jetzt genannt? Ja, mein Junge. Ich freue mich, dass Sie von den Toten auferstanden sind. Fandor, Fandor, hören Sie sich das an.
Das ist die neueste Meldung der Agence Savas. Die Tatbestandsaufnahme im Güterwagen des Zuges München-Paris hat zur Entdeckung charakteristischer Fingerabdrücke geführt. Sie wurden identifiziert als die von Jacques Dohalong, des Verbrechers, der bereits gesucht wird wegen des Mordes an der Baronin Livebré und des Raubüberfalls auf die Prinzessin Danidoff. Also, das gibt's doch gar nicht. Ich werde verrückt. Nein, nein, das kommt jetzt nicht in Frage. Ich brauche was Sensationelles. Also los ran! Guten Tag, Elisabeth. Die Vorladung ist doch auf vier angesetzt. Ja, ja. Vielen Dank auch für Ihren Anruf gestern Abend. Ich war sehr gerührt. Ich habe Sie aber gar nicht angerufen. Oh, ich bitte Sie, Fondor, scherzen Sie nicht. Trotz des Rauschens in der Leitung habe ich Ihre Stimme erkannt. Und was habe ich Ihnen angeblich gesagt? Sehr nette Dinge, sehr schmeichelhafte. Außerdem haben Sie mich wieder ausgefragt über die Liste. Jemand hat meine Stimme imitiert. Jemand, der genau wissen wollte, was Sie im Zusammenhang mit der Liste wissen. Sie dürfen nicht in der Pension bleiben. Es ist zu gefährlich. Aber was soll ich denn tun? Ich bin am Ende. Die von Richter Fusilier vorgeladenen Personen werden gebeten, einzutreten. Hören Sie, Elisabeth, was immer ich auch im Büro des Untersuchungsrichters tue, wundern Sie sich nicht über das, was passiert, selbst durch meine Schuld. Guten Tag, Mademoiselle. Guten Tag, mein lieber Fondor. Heute empfange ich Sie mal nicht in Ihrer Eigenschaft als Journalist, sondern als Zeuge. Mademoiselle. Sie sind gerade im richtigen Moment gekommen, um Mademoiselle Dohalong zu retten. Das Gas war sowieso abgestellt. Es ist warm hier. Darf ich meinen Mantel ausziehen? Aber bitte, Mademoiselle. Wie ich gehört habe, Monsieur, sind Sie selber Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Ja, 25 Millionen. Nicht wahr? So ist es doch, Monsieur. Das muss ein furchtbarer Schlag für Sie sein. Unvorstellbar. Wir haben dabei beinahe das Vertrauen unserer Kunden verloren. Angefangen bei Monsieur Thomery, dem Zuckerindustriemagnaten. Es stimmt. Und auf dem Gebiet der Finanzen ist Vertrauen ein wesentliches Element. Aber ich nehme doch an, Sie waren versichert. Ja, selbstverständlich. Aber was ist schon unser Ärger im Vergleich zu der Tragödie, die über Mademoiselle Elisabeth hereingebrochen ist? Und was ist mit dem Mord an der Baronin? Madame de Vibray hat ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Der Brief, den Sie dem Oberstaatsanwalt hat zukommen lassen, ist einer graphologischen Analyse unterzogen worden und die Experten urteilen einstimmig. Es ist die Schrift der Baronin. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Was ich zu enthüllen habe, ist äußerst heikel. Elisabeth, Sie sind hier unter Freunden. Und ich bitte Sie, die Wahrheit zu sagen. Was denn? Was für eine Wahrheit? Das Wesentliche. Sie haben sich mit Ihrem Bruder getroffen. Sie haben ihn heimlich vor 48 Stunden gesehen. Aber Sie wissen doch, dass das nicht wahr ist. Leugnen Sie nicht. Es ist klüger, ein Geständnis abzulegen. Ich bin sicher, dass der Herr Untersuchungsrichter Ihnen das zugutehalten wird. Monsieur Fondor, haben Sie einen Beweis für das, was Sie eben gesagt haben? Ja, Monsieur. Dieses Medaillon... Herr Richter, das erkennen Sie doch. Sie selber haben Jacques Dohalong gestattet, es in der Haft zu behalten. Wie erklären Sie sich dann, dass die Leiche des jungen Mannes bis heute nicht gefunden wurde und trotzdem seine Schwester dieses Medaillon trägt? Oh, aber dieses Medaillon haben Sie mir doch mitgebracht. Streiten Sie es nicht ab, Sie lügen. Sie lügen, um Ihren Bruder zu retten. Sie wissen genau, wenn er heute gefunden wird, heißt das bei all seinen Verbrechen die Guillotine. Man sieht es trotzdem ein bisschen. Oh, Sonja, ich verstehe, dass es Ihnen zu schaffen macht, aber es darf ja nun nicht zu einer Manie werden. Drehen Sie den Kopf. Man sieht es überhaupt nicht, ich schwöre es Ihnen. Ihre Narben sind wirklich völlig unsichtbar. Wenn ich an all das denke, was passiert ist. Also gut, reden wir nicht mehr davon. Kommen Sie, essen Sie. Monsieur. Was ist los? Eine Dame möchte Sie sprechen, Monsieur. Ah, nehmen Sie das. Ich habe Sie draußen im Park warten lassen. Warum? Wie sieht sie aus? Mein Gott, ziemlich füllig. Madame? Ich bin Schmuckmaklerin. Ja, hören Sie, seit der Ankündigung meiner bevorstehenden Heirat rennen mir Juweliere, Möbelhändler das Haus ein. Warten Sie es ab. Ich habe neulich beim Rumschnüffeln bei einem Juwelier, seinen Namen werde ich übrigens nicht sagen, diese Perlen entdeckt. Diese Perlen sind wundervoll, Madame. Aber noch einmal nein. Ich bin sicher, die Prinzessin Danidoff wäre sehr froh, wenn sie sie haben könnte. Woher kommen diese Perlen, Madame? Sie sollten sie ihr erst mal zeigen und sich dann entscheiden. Ich mache Ihnen einen Ausnahmepreis. Ich habe übrigens noch mehr Schmuck. Warten Sie einen Augenblick, Madame. Hören Sie, ich hab's eilig. Falls Sie sich entscheiden, sie zu kaufen, morgen Nachmittag, 13:30 am Gare d'Orsay. Einverstanden. Georges. Monsieur. Begleiten Sie Madame hinaus. Schönen guten Abend. Es ist erstaunlich, aber ich könnte schwören, mein lieber Norbert, dass das die Perlen sind, die man mir gestohlen hat. Ich habe allen Grund, das zu glauben. Ist es diese Frau? Ja. Wahrscheinlich eine Hehlerin. Jede Art von Ware losschlägt, die man ihr anvertraut. Ich werde sie zurückkaufen. Ich treffe sie morgen. Ich nehme an, du bist auf dem Laufenden.
Du sprichst von dem Verschwinden Norberto Maris? Ja, ich bin auf dem Laufenden. Sag mal, ich könnte mir denken, wenn so ein Kerl einfach so verschwindet, gibt das einen gewaltigen Börsensturz, oder? Kannst du mir erklären, weshalb? Also hör mal, ich will dir keine Vorlesung in Wirtschaftspolitik halten. Nein, was ich einfach nur kapieren möchte, ist, wenn so ein Kerl einfach verschwindet, wer trägt dann die Folgen? Oh, eine ganze Menge Leute. Bald kann so manch einer bankrott anmelden. Und wer profitiert davon? Mit anderen Worten, was für Leute sind interessiert am Verschwinden von Maris? Finanzleute, die auf Base spekulieren. Das heißt, Leute, die nur darauf warten, dass Aktien fallen, um sie billig kaufen und wiederverkaufen zu können. Wieder zu verkaufen, aber wenn sie doch nichts mehr wert sind? Doch. Angenommen, ein Bankier hat ein paar Tage vor dem Verschwinden von Maris, sagen wir der Einfachheit halber, seinen Tod vorausgesehen. Was tut der Bankier? Er verkauft seine Aktien zu einem festen Preis. Aber hör gut zu. Lieferbar erst nach 14 Tagen. Ah, ich verstehe. So sind die Käufer gezwungen, Aktien zu einem hohen Preis zu kaufen, die nichts mehr wert sind. Du hast es erfasst. Da eine Menge Aktien im Spiel sind, kannst du dir die märchenhaften Gewinne vorstellen. Auch nicht übel, weiß Gott. Ah, ich habe sie überall gesucht, von Dor. Man hat soeben die Leiche Tomeries in der Glaskuppelhalle des Gardosee gefunden. Und halten Sie sich fest, laut Professor Hansen sind es wieder die Spuren von Jacques Dorlon. Mademoiselle Dorlon erwartet Sie im Sprechraum. Aber außerhalb der Besuchszeit merken Sie sich, das ist das eine Ausnahme. Können Sie ihr bitte die Handschellen abnehmen? Nein, das verstößt gegen die Vorschrift. Gut, Sie haben 5 Minuten Zeit. Ich warte hinter der Tür auf Sie. Wie konnten Sie mich nur verhaften lassen? Sie wissen doch, dass ich nicht schuldig bin. Hier sind Sie in Sicherheit, Elisabeth. Das ist das Wichtigste. Ich habe immer zu Angst. Schließlich ist mein Bruder auch im Gefängnis umgebracht worden. Ja, der Mord an Ihrem Bruder war vorausgeplant. Außerdem haben Verbrecher nicht in allen Gefängnissen Komplizen. Und außerdem werden Sie auf Anordnung des Untersuchungsrichters verstärkt überwacht. Aber Sie haben es doch selbst gesagt, dieser Fantomas ist zu allem fähig. Das stimmt. Aber hier weniger als anderswo. Verzeihen Sie mir, Elisabeth. Bitte verzeihen Sie mir. Aber Sie haben den Untersuchungsrichter wissentlich angelogen. Sowas nennt man vorsätzliche Falschaussage. Sie müssten an meiner Stelle im Gefängnis sein. Aber natürlich, wenn man ein berühmter Journalist ist. Ich habe es doch nur getan, weil... Ich will nur eins wissen. Wann werde ich freigelassen? Sobald wie möglich, wenn Sie aus der Gefahr sind. Wie dem auch sei. Viel Glück. Ah, da bist du ja. Entschuldigen Sie bitte, ich war noch bei Elisabeth im Saint-Lazare. Na, wie sieht es aus mit der Liebe? Ziemlich schlecht. Sie verzeiht mir nicht, dass ich Sie habe verhaften lassen. Sprechen wir nicht mehr davon. Gut, gehen wir. Ich habe mir die Schlüssel von der Concierge geholt. Wie geht's Ihren Kumpanen, den Gaunern? Na, nicht gut. Ich fürchte, die sind misstrauisch geworden. 2 von der Bande sind seit 48 Stunden verschwunden. Und die Lulusch, die mich immer gut leiden konnte, macht's Maul nicht mehr auf. Glauben Sie, die haben was gemerkt? Ich weiß nicht. Unmöglich ist es nicht. Auf jeden Fall. Sagen Sie mal, worum geht's eigentlich? Was hoffen Sie hier zu finden? Genau das habe ich mir gedacht. Sei so gut und notiere. Baronin de Vibray, 3. April. Jacques Dorlon, Depp, idem. Sonja Danilov, 12. April. BN, 15. Mai. Monsieur F. Rehlauf, Mai. Bank, 31. Mai. Depp? Was bedeutet Depp? Depp? Oh, Depot. Das bedeutet Untersuchungsgefängnis, wo der Junge gestorben ist. Sonja Danilov, 12. April. Das Datum des Diebstahls Ihres Schmucks. Ja, BN? 15. BN Mai. 15. Mai. Das ist der Überfall auf den Zug, der Goldraub. Ja, BN. Das ist Barbet Nantes. Mhm. Monsieur F? Monsieur F? Ohne Datum. Was mag das wohl heißen? Im Laufe des Mai müsste doch eigentlich Ende Mai heißen. Er ist am 30. Mai ermordet worden. Adieu, Monsieur F. Fandor, ich werde verrückt, Fantomas für mich umbringen. Na ja, nur das Datum steht nicht da. Hinter deinem Namen, das heißt deinem Anfangsbuchstaben. Könnte also sein, dass Fantomas deinen Tod nicht für unbedingt erforderlich hält. Hm? Da bekommt man schon einen ganz schönen Schrecken. Ich dachte, du liebst die Gefahr. Die Gefahr schon, aber keine Hinrichtung. Und dann noch Bank, 31. Mai. Aber heute ist ja der 31. Mai.
Bank? Das ist offenbar die Bank Barbey Nantais. Mhm, ihr Tresor ist in Gefahr, aber zweifellos auch ihr Leben. Und er wird handeln, ehe um Mitternacht der letzte Glockenschlag verklungen ist. Wie werden wir vorgehen? Ich bleibe hinter den Kulissen, du agierst auf der Bühne. Fantomas, ich bitte Sie. Das Volk braucht Träume oder Albträume. Aber wir doch nicht. Fantomas oder nicht Fantomas, jedenfalls steht fest, dass wir in Gefahr sind. Monsieur, würden Sie mir bitte bis morgen Gastfreundschaft gewähren? Ich weiß, dass sich Ihre Privaträume über den Geschäftsräumen befinden. Vielleicht haben Sie ein Gästezimmer oder wenn nicht, eine Abstellkammer. Es ist unbedingt erforderlich, dass ich das Haus während der Nacht nicht verlasse. Sagen Sie, wohnt Ihr Butler hier im Haus? Nein, nein, er ist verheiratet, er hat Familie. Er geht nach Haus. Wenn es das ist, was Sie wissen wollen, wir werden nur zu dritt in der Wohnung sein. Philipp, ich brauche Sie heute nicht mehr. Sie können gehen. Gute Nacht, Monsieur. Ich habe das Gefühl, dass wirklich etwas passiert. Die Individuen, die uns bedrohen, ahnen vielleicht schon was. Ich könnte mir denken, dass Sie jetzt schon wissen, dass Sie heute die Nacht hier verbringen. Nichts wird Sie davon abhalten zu handeln, ob ich hier bin oder nicht. Ich hoffe, mein Zimmer wird Ihnen gefallen. Dessen bin ich sicher. Es tut mir aufrichtig leid, Sie daraus vertrieben zu haben. Ich habe es mit viel Sorgfalt nach meinem Geschmack umgestalten lassen. Das kann man wohl sagen. Mein Kompagnon hat sehr komplizierte Arbeiten durchführen lassen. Die Decke und den Boden einreißen lassen, ganz einfach nur, weil das Zimmer, das in einem guten Zustand war, ihm nicht gefallen hat. Ich verstehe. Schließlich verbringt man ja die Hälfte seines Lebens im Schlafzimmer. Es ist spät. Wir werden Sie begleiten. Danke, ich kenne den Weg. Wenn Sie irgendetwas brauchen, Monsieur Fondor, ich bin in dem Zimmer. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Leitungen sind natürlich durchgeschnitten. Was ist denn passiert? Sie sind ja in einer Verfassung. Es ist unmöglich, dass Fantomas dieses Zimmer verlassen hat. Also, da bin ich völlig deiner Meinung, Fondor. Wer sind Sie denn, Monsieur? Inspektor Jus von der Sûreté. Ich dachte, Sie wären schon lange tot. Ich habe die im Jenseits so geärgert mit meinen Fantomas-Geschichten, dass sie mich zur Erde zurückgeschickt haben. Fühlen Sie sich besser? Es geht, es geht. Ich habe versucht, Ihnen zu helfen. Und da hat mich jemand auf den Kopf geschlagen. Dann sind also Sie zuerst hier reingekommen, nicht? Natürlich, ich schlief ja gegenüber. Warum sagen Sie, dass Fantomas dieses Zimmer nicht verlassen hat? Er hätte durchs Fenster verschwinden können. Die Scheibe ist zerbrochen. Und sehen Sie? Seine Maske hängt dran. Ich kann Ihnen versichern, Monsieur, dass Fantomas nicht durch dieses Fenster geflohen ist. Warum verneinen Sie, was ganz offensichtlich ist? Offensichtlich? Sie sind hier in der vierten Etage. Es gibt weder eine Dachrinne noch einen Balkon. Und bis zum Beweis des Gegenteils hat noch keiner Fantomas davonfliegen sehen. Er hat einfach die Scheiben zertrümmert, um vorzutäuschen, er sei dort hinausgeflohen. Wenn Fantomas nicht dort hinaus entkommen ist, wo sonst? Auf jeden Fall nicht durch die Tür. Wir wären ihm begegnet, als wir ankamen. Fantomas hat nicht entkommen können. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wo glauben Sie, ist er? Raten Sie mal. Raten? Geben Sie doch zu, dass Sie keine Ahnung haben. Also Schluss jetzt. Durch Sie haben wir genug Zeit verloren. Durchsuchen Sie lieber alle Etagen. Nicht nötig. Fantomas hat diese vier Wände nicht verlassen. Das ist doch heller Wahnsinn. Nantes, seien Sie bitte so freundlich und tun mir einen kleinen Gefallen. Zeichnen Sie mir einen Grundriss von dieser Etage. Ich kann nicht zeichnen, Monsieur. Versuchen Sie Ihr Bestes. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Hier sind Tinte und Papier.
bitte, Monsieur Nanteuil. Was machen Sie denn da? Oh. Ich habe ein kleines Foto aus der Zeitung mitgebracht. Die Abdrücke sind identisch. Und es ist der Fingerabdruck von Jacques Doillon. Was ist denn das für eine Geschichte? Das ist Wahnsinn. Monsieur Juve, das ist ein Taschenspielertrick dieses Journalisten. Es ist leicht, einen Abdruck zu machen. Sie werden sehen, dass ich nicht Jacques Doillon bin. Nicht nötig. Ich habe Ihre Handbewegung eben genau beobachtet. Die Hand von Jacques Doillon. Bewundernswert gut gegerbte menschliche Haut. Ihre ganze Geschmeidigkeit ist bewahrt. Und natürlich auch ihre charakteristischen Merkmale. Welch eine Schande für die Bank. Warum haben Sie das getan? Sein Motiv ist Geld. Das Ganze hat begonnen an dem Tag, an dem die Baronin de Vibray in den Selbstmord getrieben worden ist. Sie hielt sich für ruiniert. In Wirklichkeit war es nur ein Börsencoup. Manipuliert von Monsieur Nanteuil. Und ich hatte keine Ahnung. Kein Wunder, Sie verlangten ja auch kaum Rechenschaft von Ihrem neuen Sozius. Also, nach dem Selbstmord der Baronin de Vibray schafft es Monsieur Nanteuil, Fantomas, irgendwie die Leiche ins Atelier von Jacques Doillon bringen zu lassen. Dort schläfert er den Maler ein, um ihn als den Mörder hinzustellen. Jacques Doillon wird tatsächlich verdächtigt und ins Gefängnis gesteckt. Tja, und als Fantomas fürchtet, dass der junge Mann sich entlasten könnte, lässt er ihn in seiner Zelle aufhängen. Und dann hat er diese teuflische Idee. Er benutzt die Hand von Jacques Doillon, um ungestraft seine Verbrechen begehen zu können. Das ist doch unmöglich. Verteidigen Sie sich! Fantomas, im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie. Das Unglück des Menschen ist, wie der Philosoph sagt, dass er selbst in einem Zimmer nie in Frieden hat verweilen können. Du hast bestimmt Nägel unter deinen Schuhen oder vielleicht Eisenbeschläge. Zieh die Schuhe aus und stell den Strom ab. Da, schnell! Das ganze Zimmer ist magnetisiert worden. Er hat überall Elektromagneten einbauen lassen. In der Decke, in den Wänden und unter dem Fußboden. Man muss ihn verfolgen. Völlig sinnlos. Er ist längst verschwunden. In all den Büchern. Zwischen den Zeilen.